schnell, Janusz. Wir sind zu spät. Oh, hallo Leute. Wir sind gerade auf dem Weg zum Easy German Meetup. Einmal im Monat treffen wir uns hier im GLS Sprachenzentrum zum Deutschlernen. Und wir nutzen heute die Gelegenheit wieder, um euch zu interviewen. Janusz, was ist die Frage? Die Frage ist, was vermisst du aus deiner Heimat? Was vermisst du am meisten aus deiner Heimat? Schöne Frage, los geht's. Was vermisst du aus deinem kleinen Dorf in Italien? Die Sonne, natürlich. Hier ist, ich finde, es ist wirklich grau und deprimiert manchmal. Und ja, das Essen, ja, aber natürlich, ja, Mamas Essen. Es ist nicht eine Sache, aber ich vermisse ein bisschen die Farbe. In Indien, also ist sehr kunterbunt. Die Häuser, die Kleidungen, alle sind sehr bunt und farbig. Aber hier in Deutschland ist nur entweder schwarz, weiß oder grau. Was vermisst du aus deiner Heimat? Okay, ich vermisse Convenience Store aus Japan. Convenience Store gibt es überall in Japan und es ist 24 Stunden offen, 365 Tage, also die ganze Zeit. Und man kann alles, was man will, also alles, was man braucht zum Leben, da kaufen. Ich würde sagen, ich vermisse zwei Sachen. Eins ist meine Freiheit, für viele Krachen zu machen in meiner WG, weil ich bin Student, ich wohne in einer WG. Da gibt es nicht eine richtige Möglichkeit, für so viele Krachen zu machen. Aber in Indien, ich habe viele Freiheit. Also ich singe ein Lied oder sowas. Du kannst so laut sein, ja, wie du willst. Genau, genau. Und zweitens ist meine authentische indische Gerichte. Hier gibt es auch ein paar indische Restaurants, aber die Gerichte sind nicht so ähnlich in Indien. Was vermisst du aus Polen? Die Sprache und den Humor, der damit kommt. Ich glaube, so gewisse Zutaten, die man in Polen ganz einfach bekommen kann und in Deutschland nicht, zum Beispiel Galaretka, wir haben sowas so Gelee in Polen, aber das hat unterschiedliche Geschmäcker und hier ist es so ganz 0815, so ohne Geschmack. Und das vermisse ich zum Beispiel. Und auch die unterschiedlichen Geschmäcker von Chips zum Beispiel, dass es nicht nur Paprika und Salz ist, sondern auch was Interessantes. Was vermisst du aus deiner ukrainischen Heimat? Ja, ich vermisse viele Dinge, aber am schwierigsten meine Wohnung und meine Hunde. Die hast du lassen müssen? Ja, drei Hunde habe ich zu Hause gelassen. Sind Sie jetzt bei deinen Freunden? Ja. Was vermisst du aus Brasilien? Das Wetter. Ja, das Wetter. Aber nur im Winter. Winter für mich ist ein bisschen schwierig hier, Deutschland. Im Sommer, Berlin ist ganz hübsch im Sommer. Ich liebe Berlin im Sommer. Es ist eine wunderschöne Stadt im Sommer hier. Gibt es etwas, was du vermisst aus England? Ich denke, Tee oder Fisch und Chips. Wir haben verschiedene Obst und Gemüse und es ist williger als hier. Und ich vermisse auch die glücklichen Leute und die gute Laune von den Ecuadorianern. Es tut mir leid, aber gutes Zugsystem. Also das Zugsystem in Japan ist sehr gut und pünktlich und es kommt nie spät. Und hier ist es fast jeden Tag gibt es Verspätung und auch ein paar Waggons haben keine Tür öffnen können oder Zug fällt aus plötzlich. Also ich vermisse diese Stabilität vom japanischen Zugsystem. Ja. Was vermisst du in Deutschland aus Michigan? Mein Auto. Bevor ich nach Deutschland umgezogen bin, ich habe mein Auto verkauft und es war ein weißer Mercedes und ich liebe mein Auto. Ich vermisse mein Auto.
Ja, besonders das Klima, die Sonne, Espresso, nicht Pizza, aber ich genieße auch deutsche Süßspeisen, deutsche Kuchen natürlich. Ich würde sagen, dass ich ganz viele Sachen vermisse, aber vor allem ich vermisse, also dass es hier, dass es in meiner Heimat viel einfacher ist, Freunde zu finden, und auch, dass es hier sehr, dass in meiner Heimat, dass man Lärm machen kann, egal um welche Uhrzeit, ne? Und ja, ich glaube, manchmal hier fühle ich mich ein bisschen einsam, weil es ist extrem ruhig manchmal. Also es gibt manchmal also keinen Lärm, kein Geräusch, und ich brauche immer ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr lebendig. Ne? Was vermisst du aus deiner kurdischen Heimat? Ich vermisse die Landschaft, die Natur, also beziehungsweise die Berge. Aber ich freue mich, dass es auch in Deutschland, in Bayern, auch Alpen gibt. Also ich war letztes Jahr in Oberstdorf, in den Alpen, und ich habe vor, in diesem Jahr auch auf die Zugspitze zu wandern. Also das kann ich hier sozusagen finden. Also ich vermisse die Berge, aber gleichzeitig habe ich die Möglichkeit hier. Ja, ich vermisse zuerst mein Essen und Familie und Pizza auch, okay. Pizza aus Pakistan? Ja. Habe ich noch nie gehört. Ist sie ähnlich wie Pizza in Italien oder ist sie speziell? Nicht. Nur anders als Italien und Deutschland, ja. Ja, es ist mehr Materialien in der. Möchtet ihr euch auch mal mit anderen Deutschlernenden austauschen, Hilfe bekommen beim Deutschlernen und vielleicht sogar mal Janusz und mich kennenlernen? Dann haben wir eine super Idee. Das ist die Easy German Mitgliedschaft. Ihr könnt Teil werden der Easy German Community. Und das ist, glaube ich, die günstigste Investition, die man machen kann, um das Deutsch zu verbessern. Für nur 5 € im Monat bekommt ihr Zugang zu allen Worksheets von Easy German. Das sind Übungsblätter zu allen Videos, die Janusz je gedreht hat. Für 8 € im Monat bekommt ihr dann auch noch Zugang zu unseren Podcast-Features, ein interaktives Transkript und unsere Aftershow. Und für 30 € im Monat könnt ihr auch noch jeden Tag Deutsch sprechen üben. Und zwar mit anderen Deutschlernenden und mit uns. Das ist doch wirklich ein unschlagbares Angebot. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Probiert das mal aus. Hier oben ist der Link easygerman.org/membership. Ihr könnt einfach mal für einen Monat mitmachen. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und euer Deutsch. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, irgendetwas aus deiner Heimat mit nach Deutschland zu nehmen, was wäre das dann? Eine ganz gute Frage. Musik von Izmir eigentlich. Ich glaube, ein bisschen Humor bringen. Ich glaube, die Deutschen sind nicht so locker. Und verstehe manchmal nicht die Witze. Also ja, ein bisschen mehr Humor, lockerer sein und das Leben genießen und ja. Also ich komme aus Bordeaux und in Bordeaux gibt es dieses Gebäck, die Cannelé heißt, und das besteht aus Rum und was anderes, und das ist so besonderes und so lecker. Und wenn du die Möglichkeit hättest, etwas mitzunehmen aus Ecuador hier rüber, was wäre das? Unsere Biodiversität. Alles. Wir haben bestimmt hier irgendwo ein bisschen Platz dafür. Ja, ich würde gerne die Galapagos-Insel mitbringen. Was ist das? Die Galapagos-Insel. Ah, die ganze Galapagos. Vielleicht ja, meine authentischen Gerichte. Von hier. Ein Restaurant aus deiner Stadt. Das sehr ähnlich in Indien. Ja. Was wäre dann das Hauptgericht, was du dir wünschen würdest? Idli, das heißt Idli,
Dosa mit Sambar. Also wenn das möglich wäre, vielleicht die Möglichkeiten, die ich in Polen hatte und die ich aufgeben musste. Also als Migrant musste ich von vorne anfangen. In Polen könntest du ein berühmter Schauspieler werden oder ein Sportler. Ich hatte schon eine Karriere in Polen, die ich aufgeben musste. Und jetzt, wenn ich so denke, wäre ich ganz oben wahrscheinlich in der Gesellschaft in Polen, so ja, wenn es um Geld geht. Aber jetzt bin ich so ein Influencer vielleicht. Ja. Was würdest du mitbringen aus Mumbai? Ein bisschen Gewürze. Aber es gibt viele indische Läden in Berlin, aber die Zutaten sind nicht verfügbar. Medikamente. Was ist das? Medikamente. Zum Beispiel Schmerztabletten oder was. In den USA ist es einfach, Medikamente zu abholen. Man muss einfach in der Apotheke gehen und abholen. Ich hoffe, das klingt nicht so nicht gemein, aber ich würde ein bisschen mehr Freundlichkeit nach Deutschland bringen, weil wir sind im Iran sehr warme, sehr freundliche Leute und manchmal vermisse ich das in Deutschland. Ich musste zuerst mal alles Prozess Digitalisierung machen. Okay, ja. Wir sind abhängig von Papier am meisten hier und zum Beispiel auch Essen. Wenn du die Möglichkeit hättest, etwas aus deiner Heimat mitzubringen nach Deutschland, was wäre das? Ja, die Farbe. Die farbige Kleidung und auch ein bisschen die Farbe für Häuser, auch drinnen. Ich war für eine Wohnungsbesichtigung gestern und da war alles weiß. Für mich ist es ein bisschen ungewöhnlicher. Vorher habe ich nicht so bemerkt, dass alles weiß war, also, weil das stört mich nicht. Aber ich dann erkenne, das könnte schon sein, wenn wir auch die Tapete oder sowas ein bisschen farbig sehen. Bezahlen mit Karte in mehr Orte vielleicht? Das wird wahrscheinlich später noch kommen, ja. Die Möglichkeit, ohne Termin mit Freunden zu treffen. Oh ja. Du brauchst nicht keinen Termin machen, okay, in 2 Monaten wir können treffen oder in 1/2 Jahren. Wenn das möglich wäre, irgendwas aus Kolumbien hier nach Deutschland zu bringen, was wäre das? Das Weihnachten, auf jeden Fall. Also aber meine Familie, ja, natürlich, aber ja, das Weihnachten. Aber, aber ihr habt doch keinen Schnee. Ja, aber die Party dort dauert also mindestens 5 Tage. Wow. Also, aber hier, also die Party kann um 10 Uhr also fertig sein. Ja. Also ich würde sehr gerne einen Convenience Store hier mitbringen. Ja. Und was ist mit dem Spätis? Du hast ja die Spätis die ganze Zeit. Oh ja, ich war noch nie da in Späti. Musst du ausprobieren? Ja, ich muss ausprobieren. Aber die haben meistens Bier und so. Ja, aber ja, ich mag deutsche Bier. Also, Okay. Was vermisst ihr denn am allermeisten in Deutschland? Schreibt uns doch mal einen Kommentar, falls ihr auch in Deutschland lebt oder Österreich oder der Schweiz. Was sind die Dinge, die ihr total vermisst? Wir freuen uns auf euren Kommentar. Und ja, jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Unser Meetup ist vorbei. Wenn ihr auch mal dabei sein möchtet, easygerman.org/meetups. Da findet ihr immer unsere nächsten Termine in Berlin oder auch in anderen Städten. Zum Beispiel im Mai sind wir in Wien und im März in Warschau. Janusz, gehen wir nach Hause? Jo. Bis bald, liebe Leute. Ciao. Ciao.